warum tragt ihr nur einen Pullover? Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich lasse Huti und Muti mal weitermachen. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Nach Paris zu Muti, würde ich sagen. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Ein-Mann-Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Eine Spezialanfertigung eines Strohhalms für siamesische Zwillinge besteht also aus einem USB-Anschluss und einer digitalen Überdruckanzeige. Braucht ihr etwas Ketchup? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Das heißt, sie wären jetzt wahrscheinlich ziemlich erbost darüber, wenn ich jetzt das Bett vollkrümeln würde. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, es landen doch sagte gehen. Das hier. Ich gehe mal weiter hier, weil ich werde jetzt ein bisschen blöde noch. Lassen wir also Hoti und Moti da mal in ihrer, naja, altbekannten Zweisamkeit zurück. Speichern wir mal eben schnell, ganz schnell. So, wir haben den Durchgang nach hinten. Da geht's zum Wäsche. Stand da gerade geheime Tür? Ne, gehe zur Tür. Okay, was haben wir denn in diesem Raum hier? Aha. Ein Raum. Was können wir denn hier machen? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Macht nichts. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Nehmen. Benutzen. Ich wollte nie Feuer. Ich war immer. Was können wir denn damit machen? Okay, ich habe einen Plan. Wenn die Schlange die Wand hochkrabbelt, stülpst du das Glas drüber. Aber sie krabbelt nicht. Geduld. Ging das nicht auch eigentlich normalerweise mit Spinnen? Warte mal, wir hatten noch hier auf dem Becher stand doch was drauf, aber der Becher ist weg, schade. Ach ja, jetzt fängt es wieder an, alles mögliche rückwärts zu sprechen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob mir der Raum hier was bringt oder nicht, deswegen sag ich mal. Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mir diesen Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann. Also dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und es war fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe, also nach der Gründung natürlich, da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen
möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben. Und ja, die Atemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harveys neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive, und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Da gibt es dann einen neuen Insassen kennenzulernen, und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel noch mal, schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es neue Augen jetzt, und nicht Adventure bricht aus, sondern den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt Pissoirs auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das tatsächlich, ja, also als ob mir sowas auffallen würde. Aber es liegt eventuell auch an meiner... Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Da ist immer noch raus. Okay. Die Frage ist jetzt halt nur... Der ist sauber genug. Mit Seife müssen wir wahrscheinlich auch noch dran gehen. Ah, okay. Gut, das heißt, der Raum hat jetzt hier keine weitere Bewandtnis mehr, deswegen gehen wir mal wieder raus. Abgesehen davon, dass ich natürlich noch ganz dringend mit dem Schlauch reden wollte. Wie konnte ich das nur vergessen? Wie sieht es mit dem Messer aus? Also perforiert ist er jetzt auf jeden Fall schon mal ausreichend. Das Besuchen macht einfach okay, so Spaß. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Wie kommt man auf sowas? Kann ich noch was? Ah, ich kann noch voll kritzeln. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange. Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Im Topf? Okay, ich habe einen Plan. Wir füllen Leim in den Topf. Dann stellen wir den Topf über die Tür. Wenn die Schlange dann ihren Bau verlässt, um zur Arbeit zu gehen, springen wir aus unserem Versteck und werfen mit Konfetti. Okay. Wie war der Anfang noch gleich? Was? Du hast nicht mitgeschrieben? Verflucht. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran. Und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Oh Mann, ich werde hier wahnsinnig. Nicht noch einen Plan, Harvey. Okay, ich habe einen Scheiße. Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir ja in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört. Ich gehe raus. Das tut einem ja echt weh im Kopf. Das geht ja gar nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir auf dieser Tür seid ihr weiter. Oha. Oha, wo sind wir denn jetzt gelandet? Alarmknopf ist eine gute... Ach nee. Ich glaube, das ist der... Ah.
Okay, ich überlege gerade, ob ich. Warte mal, Kalender wäre eine Option. Erstmal Lichtschalter. Erstmal als immer erst den Lichtschalter anmachen. So. Dann gucken wir uns mal den Kalender an. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Hau. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Nein. Okay, da dürfen wir also nicht dran rumspielen. Schade. Der Stuhl bringt uns aber der Mülleimer. Da können wir vielleicht mal gucken, ob da was drin ist. Ich habe nur wichtige Sachen. Hallo Prinzessin. Alter, was wer bist ein du? Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Joa, was mach ich denn hier? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann, vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Also ich habe ja eigentlich schon so eine Vermutung, wo ich eigentlich alles herkriege, außer den Ton. Wie komme ich an Ton? Außer dem Keller, wo der am Buddeln ist. Das müsste eigentlich auch gehen. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst.
Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Den Reißschlüssel müsste eigentlich in der Beschäftigungstherapie rumhängen. Gold haben wir, Ton haben wir. Also nehmen wir mal kurz. Ich frage einfach mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ist. Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Okay. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist schließt sich in sein... Und ein Dunkel... Er ist reicht. Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements die Schauspieler in Hamburg meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahem Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß mal, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, ein kleines Video geschossen. Und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren. So, genug von diesem Screen? Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Und wir gucken uns nochmal den Raum hier weiter an. Beziehungsweise nein, gucken wir nicht, denn wir lassen den Onkel hier auch nochmal ein bisschen quatschen. Denn er hat hierzu auch noch was zu sagen. Also, hau raus damit. Und ich sag schon mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Edna bricht aus wieder, nämlich am morgigen Tag. Und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis dann. Reingehauen. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung.